Ja, hi und hallo zusammen. Wir sind heute von den Tribünenhockern hier und sprechen mal nicht in Form eines Podcasts, sondern jetzt in Form eines kleineren Videos über eine Meldung, die sich vielleicht anbahnt, und zwar, dass Borussia möglicherweise einen neuen Spieler verpflichtet. Ja, Leandro Trossard von KRC Genk ist im Fokus und scheint den Weg an den Niederrhein zu finden. Was für mich auf den ersten Blick als Linksaußen mal auf einen Ersatz für Thorgan Hazard hinweist. Ja, ich meine, er ist auch von, ja, erstens, dass er Belgier ist. Ist das schon mal, passt das ja schon mal. Von der Position passt es auch. Und ich denke auch mal so vom Spielstil, also was ich jetzt gesehen und gelesen habe, natürlich irgendwie 90 Minuten habe ich ihn noch nicht gesehen, aber scheint das ja auch wirklich 1:1 oder auf jeden Fall sehr ähnlich dem Spielertypen zu sein, den man in Thorgan Hazard verloren hat. Ja, also sagen wir mal so, er ist mit 24 Jahren schon Kapitän von Genk, ist damit mit den Meister geworden. Ja, also es ist schon mal auch ein Zeichen dafür, dass er vielleicht da sogar ein bisschen mehr in Sachen Mentalität mitbringen kann. Ich habe die Leistungsdaten hier gerade mal da. Also gerade in dieser Saison insgesamt hat er 47 Spiele gemacht, wenn man alle Cups zusammennimmt. 47 Spiele, 22 Tore, 11 Vorlagen. Also das ist natürlich ein absoluter Spitzenwert. Ja. Ja. Allerdings ist es natürlich Belgien, muss man zum einen sagen, und zum anderen ist es immer schwer, auch solche Spieler, wenn man sie nicht über 90 Minuten gesehen hat, hundertprozentig zu beurteilen. Was ich lese, was ich höre, ist, dass er wirklich sehr viele Stärken mitbringt, die auch Hazard hat. Was besonders hervorgehoben wird, ist auch seine Übersicht, also dass er eben Ja. auch so ein bisschen von außen eine gewisse Spielmacherrolle geben kann, dass er einen sehr guten Abschluss hat, auch wird erwähnt. Und ja, es gab in dem Vorfeld auch schon im Winter mal so ein paar Gerüchte darum, dass Borussia vielleicht den Spieler schon holen könnte. Damals hieß es noch, dass eventuell die geforderten über 20 Millionen zu viel sein werden. Wie viel das jetzt genau sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Nein. Man hört sowas rund um die 15, aber das wäre natürlich trotzdem schon ein ganz schöner Batzen von dem Hazard-Gehalt, beziehungsweise Hazard-Verdienst, den wir gemacht haben. Ja, Ne? aber im Endeffekt verlieren wir oder haben wir mit Hazard ja einen Spieler verloren, der ja auch nicht ganz unwichtig war, auch wenn er seine Durchhänge hatte. Ja, und man sieht ja auch bei Transfermarkt ist er ja auch gelistet, ich glaube, mit 14 Millionen sowas in der Ja, Richtung. genau. Und von daher würde das ja dann vielleicht auch sich entsprechend damit decken. Nein, aber klar, wir brauchen einen Spieler für die Position, wir brauchen auch einen starken Spieler für die Position. Und natürlich müssen wir dann auch gucken, dass man in der Offensive sich entsprechend verstärkt. Und der erste Schritt ist natürlich, einen Ersatz zu finden für den Spieler, der uns für viel Geld verlassen hat. Ja, natürlich. Und heutzutage, sagen wir mal ganz ehrlich, sind 15 Millionen nicht mehr das, was sie vor 10 Jahren waren. Das Ja, wäre eine weil Hazard, absolute. glaube ich, auch, wenn man überlegt, uns damals Glaube beim damals Kauf 10 acht oder oder so, so, ja, ja, acht bis 8 bis zehn 10, wahrscheinlich sowas in der mittlerweile. Richtung. Also von daher, denke ich mal, ist das, wenn der Preis wirklich darauf hinausläuft, wäre das, glaube ich, eine sehr gute Summe. Und wenn man sich die Leistungsdaten des Spielers anguckt, ist das auch vielversprechend. Ja. Und ja, was gibt es noch zu sagen zu ihm? Wie gesagt, Kapitän mit relativ jungen Jahren, seit Jahren da bei Genk auch eine große Rolle, hat da eigentlich den Großteil seiner Karriere verbracht, war zwischenzeitlich immer mal wieder an andere belgische Erstligisten ausgeliehen, um gerade in jungen Jahren Erfahrung zu sammeln. Er hat gerade so ein bisschen Ärger mit der belgischen Liga, weil er einen blöden Spruch gebracht hat gegenüber Brügge, den ich jetzt nicht wiederholen soll, aber solche Lieder gibt es auch über den FC Köln von Gladbacher Seite. Das ist eben auch so ein bisschen der Erzfeind da von seinem Verein. Und das will ich, mein, gut, ich glaube nicht, dass da eine größere, bösere Absicht irgendwo hintersteht, sondern dass es einfach dann nur im Jubeltaumel sozusagen gefallen ist. Also ich denke, das muss nicht unbedingt ein Argument sein, ihn nicht zu verpflichten. Ja, ansonsten, wie gesagt, Erfahrung ist da, eine gewisse Europa-League-Erfahrung ist auch da. Er hat auch schon häufig dort getroffen, auch schon über verschiedene Saisons. Also eigentlich jemand, der sich hier vielleicht einen Schritt weiterentwickeln möchte. Und ja, also ich kann, das Einzige, was ich nicht genau weiß, ist jetzt, welche Rolle wäre für ihn dann in so einem System Marco Rose drin. Zu dem System von Salzburg wird er schwerlich passen, weil da nicht so diese Linksaußenrolle ja, vergeben ist. Die wir ja auch eigentlich letztes Jahr noch bei uns hatten. Auf der anderen Seite hat er auch schon
ja, hängende Spitze oder sowas gespielt. Ne? Gut, also, das setzt natürlich voraus, dass man dann auch das Rose das System übernimmt, was er dann auch vorher gespielt hat. Also, weiß man natürlich nie. Ein Trainer muss sich ja auch irgendwie am Kader orientieren. Auf jeden Fall denke ich mal, dass es ganz gut ist, dass wir haben mehrere Spieler sonst, die Französisch sprechen. Ja. Allen voran natürlich auch Player, wo man natürlich auch hoffen kann, dass da natürlich die Kommunikation vorzüglich läuft. Und ansonsten denke ich mal, haben wir auch immer viele gute Erfahrungen mit Spielern gemacht aus Belgien und auch aus den Niederlanden. Und von daher, vielleicht spricht er mit dem einen oder anderen Spieler, der auch schon mal bei Borussia war, um sich da so ein bisschen schon vorzubereiten. Ja, mit Sicherheit. Ja, wenn es so wird, dann kriegen wir auf jeden Fall jemanden, der schon was mitbringt, der eben nicht ein völlig unbeschriebenes Blatt ist. Und alles Weitere sieht man dann ab dem ersten Testspiel oder vielleicht schon vorweg. Man kann natürlich jetzt auch schon bei YouTube reinschauen, da gibt es einige Zusammenschnitte, die alle super aussehen. Aber ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, welcher YouTube-Zusammenschnitt sieht nicht gut aus von dem Spieler? Das sind ja auch meistens von Scouting-Firmen erstellte Zusammenschnitte. Deswegen, nein, aber wenn Borussia der Meinung ist, dass das einer der neuen Stützen werden soll in der Offensive, dann gehen wir da erstmal wie immer mit einem guten Gefühl rein und würden natürlich an der Stelle auch ihn ganz herzlich willkommen heißen, würde ich mal sagen. Genau.